wir brauchen ja Kartoffel für die Basis unseres Erbsenpürees. Ja? Und da tue ich einfach hier ein bisschen Wasser rein. Ich tue also die Kartoffel nicht kochen, ich tue sie dämpfen, weil durch das Dämpfen die Kartoffeln natürlich wesentlich besser bleiben, die laugen nicht so aus. Ich hasse also das Thema Kochen im Wasser, deswegen nehme ich also jetzt hier diese Kartoffel und schneide einfach hier so die Kartoffel da in so Stücke rein. Ja? So. Gedämpft. Ich brauche unten kein Salz reinmachen, das mache ich später rein, das bringt eh nichts. Das unten drunter so. Einfach Deckel drauf und schon kochen, dämpfen meine Kartoffel. Und das Wasser kocht hier extrem, deswegen tue ich jetzt die Erbsen da rein. Darf aber nicht vergessen, vorher Salz reinzumachen, damit die Erbsen also nicht sofort braun werden. Ja? Die Erbsen sollten natürlich immer heiß gemixt werden. Ja? Ich habe da noch ein bisschen Gemüse vor von mir. Den gebe ich dazu. Und jetzt mache ich einfach hier. Ihr seht hier so ein richtig schönes grünes Erbsenpüree, ja? Mache aber keine Gewürze, nichts rein. So macht man übrigens auch ein Kartoffelpüree. Ich halte nichts, die Kartoffeln nur zu stampfen. Wenn du nur stampfst, dann ist, finde ich, das immer so, sind die Kartoffeln immer so ganz bröckelig. Das muss schön fein sein. Einfach hier reinpressen. Wir geben dazu natürlich ein schönes Stück Butter. Ganz wichtig. Man tut das einfach so alles rein hier. Jetzt machen wir rein Salz. So, braucht ein bisschen Salz. Dann machen wir rein ein bisschen Chili. Dann machen wir rein ein bisschen Pfeffer. Dann versuchen wir das mal alles hier umzurühren. So. Yes, Leute, das schmeckt!